Hallo und willkommen bei AI Tipps und Tricks. Wir haben hier das Samsung Galaxy S21 FE 5G und wollen uns heute mal zusammen anschauen, wie wir die SIM-PIN ändern können. Kann ja sein, dass man mal den Eindruck hat, dass man beobachtet wurde bei der Eingabe der SIM-PIN oder man kann sich die einfach so schlecht merken, dass man da mal eine neue vergeben möchte und wir gucken uns das mal zusammen an, wie das funktioniert. Viel Spaß dabei! Ja, wir wollen jetzt einmal die SIM-PIN ändern am Samsung Galaxy S21 FE 5G. Und zwar gehen wir dazu einmal in die Einstellungen und haben hier den Bereich biometrische Daten und Sicherheit. Da gehen wir einmal rein und wenn wir hier ganz nach unten scrollen, haben wir hier andere Sicherheitseinstellungen. Das müssen wir auswählen, um dahin zu gelangen, wo wir unsere SIM-PIN ändern können. Und dann sehen wir ganz hier oben SIM-Sperre einrichten. Da müssen wir dann drauf gehen, auch wenn wir eigentlich keine Sperre einrichten, sondern nur unsere PIN ändern wollen. Aber wie wir sehen, PIN der SIM-Karte ändern ist ein Unterpunkt bei SIM-Sperre einrichten. Da klicken wir jetzt einmal drauf und wir müssen hier unsere aktuelle PIN einmal eingeben, damit das Gerät auch weiß, dass wir das sind und es den Bereich, wo wir dann eine neue PIN vergeben können, auch freischaltet. Wir haben hier ja immer viermal die 0, ganz einfach, und das gebe ich einmal ein. Und jetzt sagt er mir, ich kann eine neue PIN vergeben und habe drei Versuche. Genau wie eben hatte ich auch drei Versuche. 1, 2, 3, 4 wähle ich hier einfach mal, sage OK. Und das Ganze muss ich jetzt nochmal bestätigen. 1, 2, 3, 4, OK. Und jetzt steht hier unten, SIM-PIN wurde erfolgreich geändert. Das hat also geklappt. Ich kann jetzt, um das Ganze zu testen, einfach mein Gerät einmal ausschalten und wieder einschalten. Dann muss ich ja auch meine SIM-PIN eingeben. Ich könnte auch die SIM-Karte rausholen und wieder reinstecken. Auch dann müsste ich einmal die SIM-PIN eingeben. Ich kann aber auch einfach hier die PIN der SIM-Karte jetzt erneut ändern. Denn dann wird mir ja gezeigt, ob ich das, was ich eben gemacht habe, richtig gemacht habe. Abgesehen davon, dass ja die Info da stand, dass das geklappt hat. Aber wenn ich jetzt meine neueste PIN hier wieder eingebe, 1, 2, 3, 4, das muss jetzt ja die PIN sein, mit der ich den Bereich freischalten kann. Dann probiere ich das jetzt mal, dann mache ich das Ganze jetzt einmal andersrum wieder und gebe jetzt wieder hier unsere 4x0 ein, das waren 5. Okay, das Ganze nochmal bestätigen. Okay, und SIM-PIN wurde erfolgreich geändert. Das heißt, jetzt bin ich wieder bei 4x0, also einmal geändert und dann wieder zurückgeändert. So einfach ist das. Ändern der SIM-PIN am Samsung Galaxy S21 FE 5G. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen und euch hat das Video gefallen. Dann lasst gerne einen Daumen nach oben da für uns und abonniert auch gerne kostenlos unseren Kanal. Dann sehen wir uns nämlich hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!